Und jetzt sind wir auch hier draußen. Ach, endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Da oben ist ein Weg. Da kommen wir ja nicht ran. Hey, da geht's nach draußen. Ach, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Eine Kiste oder sowas? Hier ist kein Schatz mehr. Komme ich hier hoch? Hier ist auch kein Schatz. Vielleicht irgendwo da drüben. Vielleicht ist ja da eine Kiste oder sowas. Was hier zufälligerweise rumliegt. Eine Kiste, ich weiß was. Tatsächlich, eine Kiste. Los geht's. Los geht's. Runter damit! Wow! Wow! Wir sind wieder im Geschäft. Da fliegen sogar die Bretter hier runter. Heilige Scheiße. Das musst du dir ansehen. Wow. Was siehst du? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Kapitel 14. Mit mir im Paradies. Wir haben jetzt endlich Libertalia gefunden. Das ist für dich also sprachlos. Und hier können wir uns erstmal hier umsehen. Gebaut haben. Ja, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Was hier alles so rumliegt? Oder Schätze? Oder Nachrichten? Das könnte ein bisschen dauern, bis wir die ganzen Gebäude hier abgeklappert haben. So, was hat Nathan reingeschrieben ins Tagebuch? Libertalia. Pfeil, der auf den Turm zeigt. Schatzkammer. Das hat er hier mal schnell reingekritzelt. Okay, ich kann Sam fragen. Alcazar hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es. Aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir. Ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Da können wir jetzt irgendwie jetzt nicht reinklettern. Doch, jetzt geht's. Okay, was kann man hier so gebrauchen? Anscheinend nichts. Kein Schatz. Ich sammle ja so gerne die Schätze. Deswegen versuche ich auch, hier alles zu finden. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Okay, hier ist es zugemauert. Aber hier komme ich rein. Will Sam was sagen? Das war nicht Sam, wo was sagen wollte, sondern hier. Hier können wir rein. Und höchstwahrscheinlich hinhocken. Keine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Was wollen die hier? Wir sollten weiter. Ich nehme mal, was wollten die hier? Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht
Einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Ein Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hast du dich schon mal gefragt? Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Na, das war eine gute Option. Aber gut. Keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Wie das Leben gewesen wäre? Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, Lee. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt. Also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Zeit zu gehen. Tja, mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Da war ja die ganze Zeit ja nichts drin. Und ich find's toll, dass hier so eine kleine Zwischensequenz hier gibt, dass man hier mehr was erfahren kann. Und wir haben es hier bald geschafft, wir kommen immer wieder näher an Henry Averys Schatz. Was gibt's denn hier? Kommt gleich Sam runtergesprungen. Pirat bleibt eben Pirat. Hier wurde ja alles zerstört. Kaputte Tische, kaputte Gläser. Pirat bleibt eben Pirat. Hier kann man nichts gebrauchen. Sam, hast du was gefunden? Sieht nicht danach aus. Dann gehen wir hier mal weiter. Den nächsten Raum. Hier sind Skelette. Höchstwahrscheinlich vom Pferde oder so. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden, als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, wieder ein Tagebucheintrag. Das schauen wir uns doch mal hier jetzt mal an. Was ist hier wohl passiert, hä? Warum haben sie ihre Pferde zurückgelassen? Das ist eine sehr gute Frage. Frag mal doch mal Sam. Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze, aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. Meistens natürlich nur. Hier können wir nichts anfangen. Und hier auch nicht. Also hier gibt es nicht viel, was wir so benutzen können. Mehr solche alte Sachen, was man nicht gebrauchen mehr kann. Durchs Fenster können wir auch rüberklettern. Und da oben ist eine Tür. Verschlossen, na klar. Natürlich, verschlossen. Was denn auch sonst? Oh. Aber hier ist was. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Hier ist also ein Weg. Können wir da nicht einfach durchbrechen? Das wäre doch die einfachste Art. Hier haben wir noch was, ein Grab. Hier ist ein Grab von einem Kapitän, aber wir wissen ja nicht welcher. Und wie kommen wir jetzt da weiter? Hier können wir jetzt nicht durch.
gut, hier waren wir ja schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Vielleicht haben wir irgendetwas übersehen. Hier hoch. Hier oben waren wir noch nicht. Und hier haben wir was. Eine alte Büchse. Da haben wir höchstwahrscheinlich Tee oder sowas reingetan. Dass es warm hält. Und der Boden hier stürzt auch bald ein. Dann müssen wir hier erstmal aufpassen, dass nichts Schlimmes mehr passiert. Aber hier ist nichts mehr. Da oben ist ja die Türe verschlossen. Wie komme ich jetzt eigentlich hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Aber die Frage ist nur was. Hier kann ich auch noch rein. Hier drin war ich noch nicht. Hey, sieh mal, es gab hier Familien. Ja, aber zur Hölle sind alle hin. Pferdeschaukel. Entführt oder was? Und die funktioniert sogar noch. Und hier liegt auch noch was rum. Was hat es damit auf sich? Eine gebastelte Puppe. Ist aber viel heil geblieben hier im Paradies. Ups, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Die ganzen Stühle mache ich hier auch schon kaputt. Sonst gibt es hier nichts mehr. Können wir hier runter? Jetzt sind wir wieder hier. Und da ist die Statue. Captain Avery. Hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Captain Avery. Da fehlt, glaube ich, nur noch der Säbel, oder? Und hier hat man früher die Leute gefesselt und dann gefoltert. Dass es hier noch heil geblieben ist. Weil das Holz verrottet doch irgendwann mal. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Ja. Das Gefängnis. Tja, so ist das. Aber da fehlt die Tür. Das ist wohl überall. Hier gibt's nichts mehr, auch kein Schlüssel. Hier ist es zu und da ist ein Schatz. Und wie komme ich jetzt daran? Ah, hier ist es ja offen. Huch, jetzt aber. Yeah! Ich habe irgendetwas bekommen. Sieht aus wie so eine Zigarettenschale oder so. Hier habe ich solche Speere. Die kann ich nicht benutzen. Und hier steht was. Auf der Avery-Statue. Das Piratensymbol. Hier gibt es nichts mehr. Und hier oben. Da waren wir ja gerade. Okay, dann können wir hier jetzt auch mal weitergehen. Hier rein. Hier waren wir noch nicht. Da komme ich jetzt nicht hoch. Lauter altes Gerümpel. Was hier alles noch heil geblieben ist. Und wir können jetzt auch noch hier rüber. Vielen Dank, mir nach. Boah, nein, 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 nein. Nicht brechen. Scheint ein Tunnel durchzugehen. Ja, das habe ich gerade auch bemerkt. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Hey. Boah. Gerade noch durchgekommen, Sam. Was für ein Glück. Ist hier auf jeden Fall ein langer Weg. Und hier ist ein Tunnel. Tunnel sehen viel gröber aus als der Rest der Kolonie. Aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es hier auch nur eine Wohnung zum Leben. Oder doch ein Versteck. Hier ist ein Plakat. Eine Zeichnung. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Das ist eine gute Frage. Das wollen wir ja auch alles herausfinden.
Was gibt's denn hier sonst noch? Da sind wir ja hergekommen. Da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Wo geht's denn jetzt weiter? Habe ich irgendetwas übersehen? Ach, hier ist eine Leiter. Da gehen wir mal hier hoch. Noch mehr Tunnel. Und hier ist irgendetwas runtergekracht. Wow. Schlichte kleine Kirche. Ein Riesenhaus. Da kommen wir raus. Da kommen wir jetzt auch noch raus. Bevor ich hier jetzt rausgehe, schaue ich mir noch auf der anderen Seite noch rum. Genau auf der Seite. Und da liegt natürlich ein Schatz. Yay. So, jetzt können wir auch hier rausgehen. Gut, dass wir immer wieder so ein Seil dabei haben. So, und jetzt hier runter. Okay, dann mal los. Ich sehe Licht da unten. Wow. Und viel Nebel natürlich. Heilige Scheiße. Hey, da ist noch mehr von der Kolonie. Wow. Das war jetzt aber knapp. Und natürlich sind hier jetzt auch noch Gegner. So ein Mist aber auch. Ohne die Gegner geht's natürlich nicht.